kam dann irgendwann nach ein paar Monaten nach Hause zu Besuch und meinte dann so, boah, das macht mich fertig, irgendwie, es ist mir zu viel, es macht mich krank, so, ich kann das, ich halte das nicht aus, ich muss da weg, ne? In dem Moment war ich ja auch noch so, ich suche mir irgendeinen anderen Job, irgendwie was Ähnliches oder keine Ahnung. Ich war mir nicht sicher, aber es war irgendwie klar, dass ich einfach nur das Banking aufhöre und was anderes weitermache. Dass ich dann irgendwann so weit abdriften werde, das war uns allen nicht klar. Das sagt Annie O. Vor 18 Jahren war sie noch Investmentbankerin. Heute ist sie DJ. Dass Bankerin doch nicht ihr Traumberuf ist, hat sie leider erst festgestellt, nachdem sie studiert hat, Praktika gemacht hat und einen Job in London bei einer großen Bank bekommen hat. Ist das Scheitern? Darum geht's heute. Mein Name ist Anja Bolle. Hi. Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware. Wenn man sich ein Bild von Anni Oehlmann aus dem Jahr 2006 anschaut, sieht man eine junge Frau mit einem ordentlichen Zopf, Blazer und hochgeschlossenem Rollkragenshirt. Mit dieser Frau hat die Anni von heute eigentlich nichts mehr gemeinsam. Anni hat jetzt blonde kurze Locken, trägt bunte, schrille und auch mal freizügige Outfits bei ihrem Job als DJ. Früher war sie Investmentbankerin mit einem Einstiegsgehalt von 100.000 Euro. Nach nur 6 Monaten hat sie den Job wieder hingeschmissen. Heute ist sie Resident DJ im KitKat Club als Annie O in Berlin und legt weltweit auch in Clubs und bei Events auf. Für diesen Traum hat sie lange gearbeitet. Herzlich willkommen im Flopcast, Annie O. Hi, hallo, freue mich. Deine Arbeitszeiten als DJ sind vermutlich heute etwas anders als deine Arbeitszeiten als Investmentbankerin. Was liegt dir denn mehr? Tagsüber von früh bis spät oder eher abends, nachts von spät bis früh? Ach Gott, ja, das ist schwierig. Also es gab diesen Witz, dass eigentlich beide Jobs mit schlaflosen Nächten einhergehen. Von daher könnte man auch sagen, dass ich nicht viel getan hat, aber nein, das stimmt natürlich nicht. Also beim Investmentbanking ist man natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr gefordert zeitmäßig. Also das ging dann, weiß nicht, wann musste ich mal da sein? 7:30 morgens und dann ging es dann 12 Stunden mindestens. Also ich bin jemand, der gerne eigentlich den Tag irgendwie selber nutzt und für sich hat. Deswegen liegt es mir auf jeden Fall mehr, nachts zu arbeiten. Wobei natürlich es ja auch nicht jede Nacht ist. Das wäre natürlich auch sehr extrem. Aber es ist ja überschaubar. Es ist dann 2-3 Mal die Woche. Dann kann man sich ja tagsüber wieder erholen. Ich fange auch bei dir mal karrieretechnisch von vorne an. Du hast BWL an der WHU studiert, einer der führenden Wirtschaftshochschulen in Europa. Also jetzt nicht irgendwo. Wieso hast du dich für das Studium entschieden? Ja, also ich hatte so in der Oberstufe habe ich mir überlegt, was ich machen will. Und ich muss schon sagen, ich bin schon ein sehr analytischer Mensch. Das ist, also ich mag Zahlen, ich mag Struktur, ich mag irgendwie, also das passt, fachlich hat es schon ganz gut gepasst. Und dann dachte ich mir halt, gut, dann schaue ich mich mal um, wo ich studieren kann und habe dann von Privatunis erfahren. Und dann hat das so ein bisschen getriggert, so ein bisschen gekitzelt und dachte so, ja, es gab ja auch Aufnahmetests. Und dann dachte ich, ja, irgendwie, ich bin so ein bisschen competitive, das kann man schon sagen, es reizt mich dann irgendwie sowas. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann bewerbe ich mich einfach da und guck mal, wenn ich reinkomme, gut, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, und dann habe ich mich bei der WHU beworben und habe den Test gemacht und bin dann auch angenommen worden. Und dann war es eigentlich klar, dass ich das dann auch machen würde. War Studieren denn immer klar oder hast du wirklich nur gedacht, oh, Privatunis, ich versuch's mal und wenn nicht, dann wird's halt was anderes? Also Studieren wäre schon klar gewesen. Also ich hätte dann BWL woanders studiert. Ich meine, die Auswahl ist ja dann groß in dem Fach, aber dass es jetzt die WHU werden würde, ich habe es wirklich so drauf ankommen lassen. Es war kein langes Ziel, es war wirklich, huch, da gibt's eine Privatuni mit Test, oh ja, so ein bisschen, ne, Hände gerieben, oh ja, ist spannend, probiere ich mal und dann, ja, und dann hat's geklappt. Wie bist du dann zum Investmentbanking gekommen? Nur wenn man BWL studiert, wird man ja nicht Investmentbankerin. Ja, das stimmt. Das hat sich dann so im Laufe des Studiums ergeben. Ich hatte eigentlich so eher gedacht, vielleicht so in Richtung Unternehmensberatung zu gehen, was auch eine der zwei anderen großen Ziele ist, die Leute da wahrscheinlich so haben. Aber dann, wir müssen ja viele Praktika machen da am WHU-Studium. Ja, und dann hat sich das irgendwie ergeben. Meine Hauptfächer waren dann Finanzmarkttheorie und irgendwie bin ich dann in diese Richtung geschwommen, sag ich mal. Und ein Praktikum war bei Merrill Lynch in London. Genau. Ja, auch nicht irgendeine Investmentbank, damals zumindest. Ja, das stimmt. Ich meine, damals war sie eine der 4-5 größten oder bekanntesten, würde ich sagen.
Und ja, es war so üblich, dass man ein Jahr vorm Abschluss das letzte Praktikum quasi da macht, wo man eigentlich ganz gerne ein Jobangebot hätte. Ja, dann hat sich das so ergeben. Ich habe mich, glaube ich, doch gezielt auch im Ausland beworben. Also ich wollte eigentlich ganz gerne weg oder nach London. Und dann, ja, hat es halt da geklappt. Und dann führte, wie gesagt, auch eins zum anderen. Nach dem Praktikum habe ich dann das Jobangebot für das Jahr danach bekommen. Bist du denn so ein ehrgeiziger Mensch oder hat sich dann auch so die Jobchance und dieser Karriereweg dann bei dir ergeben, weil dir Zahlen liegen und dir das alles irgendwie leicht gefallen ist? Das ist eine Mischung. Also ich bin schon sehr ehrgeizig, muss ich schon sagen. Also wenn es irgendwie was gibt, wo man ja sich irgendwie messen oder sich beweisen kann, dann bin ich irgendwie schon, oder war ich, ne? Ich meine, inzwischen habe ich ja gar nicht mehr so viele Gelegenheiten dazu, aber früher war das dann schon, wurde das dann auch so eine Art Selbstläufer. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum das alles so weiterlief, war einfach, dass man einfach, wenn man einmal so drin ist, dann macht man dann einfach mit. Es gab gewisse Eintrittspunkte, wie zum Beispiel in die WHU und dann danach in die Investmentbank. Das waren natürlich gewisse Schwellenerlebnisse, ne? Und sobald man aber dann da drin ist, wird vieles dann zum Selbstläufer, weil man dann ja einfach mitgerissen wird von einer gewissen Haltung oder von einer gewissen Perspektive. Und dann, ja, also an der Privatuni zu studieren, dann war es halt so. Dann haben alle was gemacht und dann macht man das auch. Und dann will man das dann noch übertreffen. Und das ist also, das ist einfach so ein Sog, in dem man dann gerät. Mhm. Also bei mir war es zumindest so. Du hast mal in einem Vortrag erzählt, dass du so auch im Kopf die Vorstellung von so einer kompetenten und erfolgreichen Businessfrau hattest, die du erreichen wolltest, so dieses Bild, das du dann erreichen wolltest. Kannst du sagen, woher diese Vorstellung kam? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also die wird mit diesem Bild, was du gerade beschrieben hast, wird diese Vision irgendwie gut dargestellt. Aber ich glaube, es war eher ein Gefühl. Es war eher sowas, was ich mir vorgestellt habe, so ein inneres Gefühl, nämlich, dass man sich so souverän fühlt oder so kompetent oder dass man irgendwie, was weiß ich, sage ich jetzt mal ganz stupide, dass man so durch die Gänge der Bank läuft und irgendwie sich so fühlt, als würde man was erreichen. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen diffus. Das kann man gar nicht gut, also das kann man nicht so gut in Bildern erklären, sondern es ist eher so ein inneres Gefühl der Wertigkeit und der Sicherheit. So. Und ich glaube, das ist das, was ich mir vorgestellt habe und von dem ich dachte, dass ich es dadurch erreichen würde. Hat sich das denn richtig angefühlt? Also, das ist ein schwieriges Wort, ob richtig oder falsch. Das kann ich gar nicht so in diesen Kategorien sagen, sondern dieses Gefühl dieser inneren Sicherheit oder sich so vorzustellen, wie man sich dann fühlen wird, das ist schon sehr verführerisch. Und ich glaube, das haben wir ja alle im gewissen Maße. Es ist ja, sonst hätten wir auch keine Ziele. Es hat mich sehr gereizt. Es war sehr, sehr verführerisch. Das kann ich nur so sagen, ja. Wie sah denn dann der Start in deine Bankerinnenkarriere in London aus? Du hattest dein Studium fertig und dann ging es ja für dich nach London. Genau, es ging erst noch nach New York. Es ist so, dass die Investmentbanken immer quasi die neuen Rekruten immer im Sommer rekrutieren. Und dann quasi ist man wie so eine Klasse, die zusammen anfängt. Querbeet durch alle Fachbereiche. Das heißt, man wird dann gebündelt, alle, die gerade von der Universität kommen, und werden dann zusammen hatten wir ein sechswöchiges Training. Und das war in New York. Und das war natürlich erstmal High Life, ne? Also ich habe irgendwie meine Diplomarbeit abgegeben. Einen Tag später saß ich dann im Flieger nach New York. Und dann ist das natürlich schon irgendwie genial, ne? Dann wohnt man da irgendwie in einem Hotel am Times Square und muss halt 6 Wochen lang irgendwie so ein bisschen wie zur Schule gehen. Aber dadurch, dass ich BWL studiert hatte und viele andere nicht, also die rekrutieren gerne auch Leute, die eben nicht BWL studiert haben. Das heißt, eigentlich wurde da nur der Inhalt meines Studiums vermittelt. Von daher musste ich mich auch nicht besonders anstrengen. Das heißt, ich hatte 6 Wochen lang wirklich High Life in New York. Und das war natürlich schon richtig, richtig cool. Und genau, dann ging es dann halt sofort nach London und dann ging dann halt der erste Job los. Wie sah dein Leben dann in London aus? War das auch sofort geiles Leben in London? Man verdient viel Geld und es sieht alles total toll und top aus. Und es ist das kompetente Gefühl und dieses erfolgreiche Gefühl, was du angestrebt hast? Also dieses morgens durch die Türen der Investmentbank zu gehen, das hatte immer noch, also hatte noch eine Weile so einen gewissen Hauch von Ehrfurcht für mich. Also das war schon so, dass man so dachte, oh, jetzt bin ich hier Teil davon und irgendwie, ja, das war schon, ja, ich würde es Ehrfurcht nennen. Und dann, ja gut, einmal das Berufliche und dann das Private würde ich ja jetzt mal trennen. Also das Berufliche war dann so, klar, ich wurde dann halt sofort dem Team zugeteilt. Das war übrigens das, wo ich ein Jahr vorher schon mein Praktikum gemacht habe. Das heißt, ich kannte die alle schon und wurde dann quasi eingearbeitet. Und da muss ich wirklich sagen, da kann ich
nichts Schlechtes sagen. Die haben mich gut unter ihre Fittiche genommen, die haben mich gut angeleitet, die waren sehr nachsichtig, die waren ein cooles Team. Also das kann ich wirklich nicht sagen. Ich wurde da nicht schlecht behandelt. Das ist wirklich, das kann man nicht sagen. Genau, die haben mir dann Zeit gelassen und dann habe ich mich da eingearbeitet und habe dann von alleine halt gemerkt, dass sich das eben nicht eingestellt hat, dass dieses Gefühl. Und das hat mich erst irgendwie, habe ich das so übergangen und dachte so, ja, es kommt ja noch, das kommt ja noch. Und war noch so getragen von dieser Ehrfurcht irgendwie. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, komisch, es füllt sich, also die Hülle, die ich hergestellt habe oder der Raum, der da ist, füllt sich nicht mit dem, was ich mir an Gefühl vorgestellt habe. Also es fing dann an, dass ich morgens irgendwie immer etwas unwilliger in die Bank gegangen bin und vor allem war es immer abends so, dass ich mal abends einfach weg wollte. Es war immer so, wann bin ich hier fertig, wann kann ich hier raus? So, denn, und dann kommen wir zum Privatleben, ich hatte das Glück, eigentlich auch in London sehr schnell Anschluss gefunden zu haben, aber in einem sozialen Kreis, der gar nichts mit dem Banking zu tun hat. Also man könnte jetzt denken, dass ich irgendwie in Berlin ist, in London ist es wie in Berlin, so ein bisschen der westliche Teil der Stadt ist so ein bisschen der mehr etepetete Teil und der östliche Teil ist so der coole Teil. Und man könnte jetzt sagen, klar, die Banker, die gehen alle in diese teuren Clubs, wo die irgendwie ihre Champagner kaufen und keine Ahnung. Aber da bin ich nie, das habe ich nie erlebt. Das heißt, ich bin sofort in eine WG gezogen, im coolen Teil von London, habe mit 8 Leuten zusammen gewohnt, die alle keine Banker waren und die alle so ein alternatives Leben geführt haben. Und das war, glaube ich, auch meine Rettung, beziehungsweise hatte ich mir das ja schon so ausgesucht. Und das hieß, dass ich halt eine totale Diskrepanz immer zwischen dem Beruflichen und dem Privaten erlebt habe. Das heißt, ich bin morgens aus meiner WG raus und bin dann zur Bank gelaufen, war dann da die Investmentbankerin, bin abends wieder nach Hause, habe mich umgezogen und bin irgendwie in den Pub gegangen oder zu Live-Musikkonzerten und habe da ein ganz anderes Leben geführt. Und das, glaube ich, hat in dem Sinne ja mich gerettet, aber auch, also gerettet im Sinne von vor dem Sog der Investmentbank, aber auch hat mir eben auch gezeigt, dass es ganz viel anderes gibt als das, was in der Bank halt passiert. Und das hat irgendwann, das war wie so eine Schere und das ging immer, immer, immer weiter auseinander. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das kann ich tatsächlich nicht vereinbaren miteinander. Glaubst du, dass du in einer anderen Stadt auch dann festgestellt hättest, oh, Bankerin, eigentlich nicht das, was ich machen möchte? Das ist eine gute Frage, das habe ich mir nämlich auch gestellt. Ich glaube, die einzige Option wäre ja Frankfurt gewesen für diesen Job. Ich glaube, es wäre sehr, sehr schwer gewesen, in Frankfurt da den Ausweg zu finden. Weil erstens, glaube ich, habe ich mich gezielt nach London beworben, weil ich auch vorher schon durch Auslandssemester und so die Erfahrung gemacht habe, dass ich mich in der anderen Sprache auch als andere Person fühle. Oder dass eine andere Sprache nochmal einen neuen Persönlichkeitsanteil irgendwie herausbringen kann. Und ich glaube, das war schon so ein bisschen mein Wille, irgendwie herauszukommen aus meinen deutschen Strukturen, die eben auch ein bisschen mehr korsetthaft waren. Also wäre ich in Frankfurt geblieben, glaube ich, wäre ich ja auch innerhalb meiner deutschen Persönlichkeit gewesen. Und ich kann das jetzt nicht sagen, weil ich Frankfurt nicht so gut kenne, aber ich habe den Eindruck, dass die alternative Szene da nicht ganz so groß ist, wie es jetzt in London ist. In London ist natürlich generell eine der größten Städte. Da kann man einfach wahnsinnig viel erleben. Man kann wahnsinnig viel entdecken. Und alles, was es da gibt, gibt es eben zuhauf, sag ich mal. Ne? Also Live-Musik kann man ja jeden Tag an jeder Ecke erleben. Also ich glaube, dass das schon auch ein Teil war darin, dass ich mich da so ausleben und neu entdecken konnte. Wie hat dein Umfeld reagiert, als du deinen doch sehr gut bezahlten Job nach 6 Monaten wieder gekündigt hast? Tja, ich meine, das Umfeld waren ja verschiedene Leute. Also einmal meine Eltern, die haben eigentlich ganz cool reagiert. Aber ich glaube auch, weil zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht klar war, wie weit weg ich gehen würde von Investmentbanking. Also ich glaube, ich kam dann irgendwann nach ein paar Monaten nach Hause zu Besuch und meinte dann so, boah, das macht mich fertig, irgendwie, es ist mir zu viel, es macht mich krank, so, ich halte das nicht aus, ich muss da weg, ne? Und das haben die natürlich verstanden. Und da war ich ja, in dem Moment war ich ja auch noch so, ich suche mir irgendeinen anderen Job, ne? So irgendwie was Ähnliches oder keine Ahnung. Ich war mir nicht sicher, aber es war irgendwie klar, dass ich einfach nur das Banking aufhöre und was anderes weitermache. Dass ich dann irgendwann so weit abdriften werde, das war uns allen nicht klar. Und dann das andere Umfeld waren die Investmentbanker-Kollegen, also die im Team, die haben das auch ganz gut verstanden. Die waren sogar fast gar nicht so überrascht, glaube ich. Dann gab es die Kollegen, die mit mir ja quasi angefangen hatten, die jungen Rekruten sozusagen. Da habe ich die Resonanz bekommen, dass viele, fast ein bisschen neidisch waren oder wertgeschätzt haben. Meinen, boah, das ist so mutig. Ich wünschte, ich würde den Schritt auch gern machen. Also da habe ich auch von einigen gehört, dass sie
sich auch nicht so wohl fühlen, aber trotzdem nicht den Mut hätten, das jetzt hinzuschmeißen. Und dann hatte ich natürlich noch das andere, das private Umfeld, ne? Also meine Londoner Freunde, mit denen ich halt außerhalb der Bank zusammen war, für die hat es keinen Unterschied gemacht, weil ich dann plötzlich einfach nur mehr Zeit hatte. Also von daher, ja, also waren sehr verschiedene Reaktionen, aber eigentlich durch die Bank eher positive. Hast du dich denn auch mutig gefühlt damals bei dem Schritt? Ja, das ist interessant, weil das wird mir oft, ich habe dann gemerkt im Nachhinein, wenn ich drüber spreche, wird mir das oft zugeschrieben. Also dass andere sagen, boah, das war aber mutig. Und daraus wurde mir erstmal klar, dass viele andere das so sehen, dass das ein Schritt ist, dass man die Sicherheit oder das Geld oder die, was auch immer, den Status irgendwie aufgibt. Zum Zeitpunkt damals war das für mich überhaupt oder hat auch immer noch im Nachhinein überhaupt nichts mit Mut zu tun, sondern es war eigentlich für mich eher eine Notwendigkeit. Es hat sich so angefühlt, ich habe mich so eingeengt, so wirklich auch deprimiert suffocated, ja. Also ich konnte nicht mehr atmen. Es war wirklich ein krasses Bauchgefühl. Ich muss hier raus. Das war ein Fluchtreflex. Das war wirklich ein ganz, ganz basales Gefühl. Und danach habe ich mich so frei und so gut und so erleichtert gefühlt. Das heißt, ich persönlich kann nicht sagen, dass es jetzt ein mutiger Schritt war. Dir war ja am Anfang, hast du gerade erzählt, noch gar nicht so klar, dass es dann in eine ganz, ganz andere Richtung gehen soll, und zwar in Richtung Musik. Warst du vorher denn schon irgendwie musikalisch? Hast du mal ein Instrument gespielt oder so? Ja, ich habe als Kind Klavier gelernt, auch schon recht früh, also schon mit 5 bis 15 oder so hatte ich Klavierunterricht. Also ich muss schon sagen, dass also eine Musikalität war da, wobei es natürlich jetzt klassisches Piano war, ne? Aber trotzdem, klar, ich konnte Noten lesen, hatte ein Gefühl für Musik. Aber trotzdem hat das, ja, hätte ich nie gedacht, dass das jetzt irgendwas wird, was mich einzieht. Und ich glaube, es hat auch eher ein bisschen, der Reiz war auch eher so die Szene. Weil ich habe ja erst mit Live-Musik angefangen. Also in London war es so, als Teil meiner neuen Persönlichkeit habe ich da eben diese Live-Musik-Szene entdeckt. Das war dann so Indie-Rock, ne, so wie es da zu der Zeit war. Oder gibt es natürlich immer noch, London ist ja, oder England ist ja generell groß dafür. Aber da gibt es das ja wirklich in jedem Pub, gibt es irgendwie einen Bandraum, ne, wo dann irgendwie eine Band spielt und fast jeden Abend die Woche. Und das war total spannend. Und dann bin ich da total reingezogen worden. Und das war einfach so ein Lebensgefühl. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie die ganze Zeit immer den Schlagzeuger angestarrt habe. So in Ehrfurcht auch. Wo ich dachte, oh geil. Und dann kam mir plötzlich wirklich eines Abends kam mir dann der Gedanke, warum lernst du nicht Schlagzeug? Und das war dann so ein Wendepunkt. Das war wirklich so, oh ja toll, warum habe ich da nicht vorher dran gedacht? Und dann habe ich mir ein Schlagzeug gekauft und habe das dann so nebenbei mir so ein bisschen angeeignet. Und das war Wahnsinn. Das war fast so, das war auch wie in so einem, weiß ich auch nicht, wie in so einem Delirium, weil es plötzlich, das war plötzlich so, als hätte ich nie was anderes machen wollen, ja. Es war plötzlich, hörte ich in allen Songs irgendwie die Drums und das war eher so ein Gefühl, als würde es aus mir rauskommen, als würde ich etwas dazulernen. Und das ging dann irgendwie wahnsinnig schnell und dann führte eins zum anderen. Dann habe ich wieder an einem Abend in einem Pub, habe ich dann einen netten Typen kennengelernt, der in der Band gespielt hat und dann, und dann meinte er so, ach, du lernst Schlagzeug, ja cool, unser Schlagzeuger hört bald auf, möchtest du nicht einspringen? Und ich so, oh, ach du Scheiße, das hatte ich ja noch gar nicht mir vorgestellt. Ja, und dann haben wir das gemacht und so führte eins zum anderen. Dann habe ich ein paar Auftritte mit dieser Band gehabt und dann hat die sich aufgelöst und dann haben derjenige und ich haben dann zu zweit quasi unsere eigene Band gegründet und mit der sind wir dann ja, jahrelang durch East London irgendwie getourt. Und dann kam so dieser Traum, ich werde jetzt Rockstar. Genau, genau. Aber zwischen dem Kündigen bei der Investmentbank Merrill Lynch und dann deinem Job heute als DJ, da liegen 10 Jahre, glaube ich. Wann hast du so gemerkt, dass Musik auch ein Traum sein könnte, mit dem man tatsächlich Geld verdienen kann und mit dem du auch Geld verdienen möchtest? Naja, erst das Schöne daran ist ja, dass man es erst anfängt, ohne überhaupt an Geld zu denken. Also damals, wie gesagt, diese Anfänge mit Schlagzeugen und dann die eigene Band, das war wirklich so ein Herzensprojekt. Das heißt, wir haben wirklich Tag und Nacht zusammen verbracht und haben irgendwie Songs geschrieben und haben geprobt und haben, sind ausgegangen, haben Kontakte geknüpft. Also es war wirklich, wirklich, das drehte sich alles nur darum. Und das war dann zu der Zeit, da hatte ich ja schon gekündigt und habe einfach mich nur so mit Nebenjobs über Wasser gehalten. Also sobald die Band quasi, Rotkäppchen hieß sie, unser Duo, das wurde dann wirklich zum Lebensinhalt. Und dann war es auch so ein Musikerleben. Ne? Dann drehte sich alles nur noch um die Band, um die Musik. Und nebenbei habe ich dann, was weiß ich, im Café gearbeitet oder bei Topshop oder keine Ahnung. Habe dann einfach so ein bisschen Geld verdient. Aber das war mir scheißegal. Das war mir wirklich ganz egal, weil irgendwie dieses Musikerleben war total spannend. Und klar hatten wir natürlich
hatte Lust, irgendwie bekannter zu werden und haben dann uns zumindest in unserer kleinen Szene, jetzt in unserer East London Elektro-Szene, haben uns dann schon ein bisschen Namen gemacht, aber wir konnten jetzt nie davon leben. Also da, so weit sind wir nicht gekommen. Und es war dann erst, als die Band sich, also wir waren ja nur zu zweit, als wir uns dann doch getrennt haben und aufgelöst haben, erst dann kam der Gedanke, was mache ich denn überhaupt jetzt alleine? Und dann kam der Gedanke, ach ja, ich kann ja in der Szene bleiben und als DJ weitermachen. Und dann auch wieder führte eins zum anderen, aber das war... Ich glaube, die Magie darin liegt, dass man es alles unvorbehaltlos macht, ohne an Geld zu denken. Und dann irgendwann stellt sich dann eine höhere Professionalität ein. Und dann, klar, dann konnte ich damit Geld verdienen. Aber die Anfänge waren auf jeden Fall davon entkoppelt. War Geld denn nie dann irgendwie ein Thema, was dich auch beschäftigt hat? Weil ich meine, wenn man kündigt, so einen gut bezahlten Job und dann sagst du bei Topshop, ich gehe jetzt mal davon aus, dass da der Stundenlohn ein bisschen anders aussieht. Absolut, absolut. Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass Geld für mich nie ein primärer Antrieb war. Klar kommt Investmentbanking mit viel Geld einher. Also es war natürlich so, ich war dann 22 gerade, frisch aus der Uni und mein Einstiegsgehalt, also inklusive Bonus, der aber eigentlich garantiert war, lag dann wirklich bei knapp 100.000 Euro im Jahr. Das ist natürlich für einen 22-Jährigen schon eine sehr große Menge Geld. Und das war Teil der Beflügelung, zu sagen, wow, ich habe es geschafft. Aber eigentlich war das nicht der Hauptteil, sondern der Hauptteil war wirklich eher dieses Statusgefühl von, ich habe es geschafft, da reinzukommen oder ich habe mich bewiesen, ich habe irgendwie was erreicht. Und deswegen... Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass dieser fehlende Fokus auf Geld es mir auch einfacher gemacht hat zu kündigen, weil ich habe in dem Sinne, glaube ich, wenn ich rückblickend darauf schaue, so eine Zuversicht mitgenommen, vielleicht aus dem Elternhaus, so dieses, ich werde immer auf die Füße fallen. Ich brauche keine Sorge zu haben, es wird irgendwo immer herkommen, aber nicht in dem Sinne von, ich frage jetzt meine Eltern nach Geld, so nicht. Auf gar keinen Fall, sondern eher dieses, ich werde immer einen Weg finden, um irgendwie mich zu versorgen. So eine tiefe Zuversicht, das muss ich schon sagen, das war da, ja, habe ich viel Glück, dass ich das so mitbekommen habe. Und dann war es halt wirklich egal. Also dann habe ich gekündigt und natürlich hatte ich ein bisschen was gespart und habe dann noch irgendwie diesen halben Bonus bekommen für das halbe Jahr. Das macht natürlich einen Unterschied. Den habe ich aber in den nächsten Jahren einfach weggelebt. Ne? Also weil London natürlich schon auch teurer ist als das, was man jetzt im Café verdient. Mhm. Ja. Aber ich muss sagen, das Geld, wie gesagt, kein Hauptmotivator für mich war. Da machen wir nochmal einen Zeitsprung. Du bist heute Resident im KitKat Club in Berlin. Das ist ja auch schon eine große Nummer. Wie kam es dazu? Tja, also irgendwann bin ich dann von London nach Berlin übergesiedelt. Ich habe eine Weile noch ein bisschen gependelt, weil ich mich von London gar nicht so richtig losreißen konnte, aber habe dann in Berlin immer mehr Fuß gefasst. Aber tatsächlich, also da war ich dann auch schon DJ. Ne? Also ich habe in London angefangen, so langsam in gewissen Szenen mir einen Namen zu machen und bin dann aber trotzdem irgendwie nach Berlin gegangen und habe da ein bisschen von null angefangen, aber tatsächlich auch nicht, weil man dann, wenn man eine Referenz hat, in London schon aufzulegen, hat man natürlich ein bisschen bessere Chancen, da in Berlin auch eine Tür zu öffnen. Aber tatsächlich, was am meisten geholfen hat, war einfach feiern zu gehen. Also ich habe natürlich die Ankunft in Berlin natürlich dazu genutzt, um ja mich vollends ins Nachtleben zu schmeißen. Und das, muss ich sagen, war das beste Marketing, was man eigentlich als aufstrebender DJ für sich machen kann. Das heißt, ich war ganz viel feiern, habe ganz viele Leute kennengelernt und dann führt irgendwie so ein bisschen eins zum anderen. Dann lernt man die richtigen Leute kennen, bequatscht irgendwen, legt dann mal auf und bleibt so am Ball. Und das, ja, aber das war eigentlich gar nicht so gezielt, sondern das passiert dann einfach. Du hast vorhin von diesem inneren Konflikt erzählt zwischen der privaten, eher wilden Annie und der Karriere-Annie. Mhm. Gibt es heute noch Konflikte zwischen der DJ-Annie, die nach Ekstase strebt, und der privaten Annie? Tja, das ist interessant, weil ich nehme mal die Bandzeit dazu, also bin ich ja jetzt wirklich, kommt es ja jetzt in die Nähe von 20 Jahren, irgendwie professionell im Nachtleben zu verbringen. Es hat sich schon was verändert. Also tatsächlich bin ich privater jetzt ein bisschen ruhiger geworden, weil wirklich, ich sag mal, nach 10 Jahren Hardcore auflegen und feiern und irgendwie jedes Wochenende, das ist anfangs natürlich total spannend. Und das war ja, ich glaube, das Feiern und diese Wildheit war ja auch die Antithese zum vorherigen Korsett, ne, des Strebens und des der Investmentbank. Und dann war das halt ein wahnsinniges, tolles Ausleben, ne, ein sich Ausleben. Und ich merke jetzt natürlich, dass ich tatsächlich privat ein bisschen
bisschen weniger, also dass ich weiter natürlich auflege und da auch mitfeiere, aber dass es jetzt nicht mehr so dieses erlösende Moment hat, was es vor 10 oder 12 Jahren hatte, sondern jetzt ist es halt wirklich rein professionell geworden, auch im Club zu sein, und das Auflegen an sich hat sich natürlich auch professionalisiert. Ich veranstalte auch eine Partyreihe mit, also man ist auch mal auf der anderen Seite, ne, wo man dann quasi was organisiert und nicht nur Gast ist oder DJ ist. Ja, und tatsächlich habe ich jetzt nochmal quasi eine neue Richtung eingeschlagen, weil nachdem ich dann vom Auflegen leben konnte, habe ich gemerkt, ich habe so viel Freizeit und so viel Zeit, da wurde mir fast auch wieder langweilig und habe gesagt, okay, was mache ich jetzt mit dieser Zeit? Und habe beschlossen, Psychologie zu studieren und habe nebenbei Psychologie studiert. Und damit bin ich jetzt fertig. Und jetzt stehe ich wieder vor so einer Weggabelung, zu sagen, okay, wie geht's jetzt weiter? Es wird auf jeden Fall keinen harten Cut geben. Ich werde jetzt weiter auflegen und so. Aber ich merke, auch da hat sich wieder eine Bedürfnisveränderung ergeben, dass ich, glaube ich, jetzt in einem neuen Abschnitt wieder nach mehr Tiefe vielleicht suche. Also nach diesem ganzen, nach den 20 Jahren Wildheit und des sich Hineingebens ins Nachtleben, kommt jetzt so langsam so ein Move in die Richtung, okay, jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf Beständigkeit und Tiefe aus zu sein. Aber ich bin gespannt. Ich habe noch keinen Plan. Ich weiß noch nicht, wie sich das ausgeht. Dein Lebenslauf hat sich ja aber um 180 Grad gedreht, würde ich sagen. Normalerweise erzählen meine Gäste so, was sie in ihrem alten Job oder beim Scheitern vom ersten Startup gelernt haben und dann daraus mitnehmen konnten. Wie sieht das bei dir aus? Gibt's da überhaupt was? Ja, inhaltlich jetzt nicht so wirklich. Also nicht jobinhaltlich, ne? Also, dass ich jetzt sage, irgendwie das Banking mache ich nie wieder oder das, sondern ich glaube eher, wie das Ganze verlaufen ist, hat mir was gezeigt, nämlich dass wenn man so heiß auf etwas ist oder so sehr nach etwas strebt oder so ein krasses Ziel hat, was so verführerisch ist, weil man damit so viel verbindet oder so glaubt, dass es so viel dann erfüllen wird, da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, da ein bisschen vorsichtiger zu sein und zu merken, was projiziere ich denn da eigentlich darauf? Und ist es wirklich, will ich das wirklich? Fühlt sich, also ist es mit Leben gefüllt, dieses Ziel? Oder ist es irgendwas, was ich aus anderen Gründen irgendwie möchte? Also ich hoffe, das ist verständlich. Also das ist, diese Erfahrung gemacht zu haben, krass, ich wollte etwas total, ja, es war ja mein eigener Wille, das alles zu machen. Und dann plötzlich aufzuwachen und zu sagen, hä, krass, wo bin ich denn hier gelandet? Und dann die Frage, warum habe ich das nicht gefühlt? Warum habe ich das nicht gemerkt? Ich glaube, das ist was ich daraus gelernt habe. Da ein bisschen aufmerksamer zu sein, zu gucken, ob sich etwas wirklich authentisch anfühlt oder ob ich das aus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, verkehrten Gründen mache. Hast du heute eine Antwort darauf, warum du das damals nicht gemerkt hast, dass es für dich der falsche Weg war? Ja, es ist, ich kann es nur so beschreiben, ich bezeichne es ein bisschen als das mein Kopf-Ich und mein Bauch-Ich. Ja? Und ich war so in meinem Kopf-Ich, also schon immer aufgrund, ne, so der Art, wie ich aufgewachsen bin, oder dass es halt immer sehr, sehr wichtig war, Sachen zu durchdenken und dass fast der Kopf vielleicht das Bauchgefühl oder generell die Gefühle so ein bisschen ersetzt hat. Und ja, dass eben das Streben und all die Sachen, die ich halt so für mich wollte, sehr viel im Kopf stattgefunden haben. Und das dann tatsächlich erst zum ersten Mal in meinem Leben dann in der Bank das Bauchgefühl aufkam. Also wirklich dieses, was ich ja so beschreibe als Fluchtreflex oder sich irgendwie erdrückt fühlen. Und das waren wirklich fast körperliche Reaktionen, dass da mir die Chance gegeben wurde oder dass es mir quasi aufgedrückt wurde, da auf mein Bauchgefühl zu hören. Aber es musste erst so weit entfernt sein oder ich musste mich so weit davon entfernen, um überhaupt zu merken, krass, da ist ja noch was anderes, was ich fühlen kann oder was in mir ist, was ich gar nicht gehört habe. Würdest du sagen, du bist gescheitert? Ich bin an einer Vorstellung gescheitert oder ich bin an einer Illusion gescheitert, die ich von mir oder meinem Leben hatte. Das schon, aber ich glaube, es wäre jetzt wirklich schwer zu sagen, dass man das wirklich als Scheitern sehen könnte, weil im Endeffekt bin ich ja doch trotzdem sehr privilegiert gewesen und hab da meinen Weg gefunden und habe natürlich ein völlig neues Leben für mich aufgebaut, in dem ich mich sehr wohlfühle. Und ja, also von daher war das eine Weggabelung, sage ich mal so, eine Weggabelung. Aber ja, ich bin an einem inneren Bild gescheitert, aber das hat mir ja was viel Besseres, Neues gebracht. Mhm. Viele haben dann im Zusammenhang mit Scheitern auch von Scham gesprochen. Mhm. Wie war das für dich damals?
Ich glaube, die Scham kam erst später. Also die Scham, da gekündigt zu haben, war nicht überhaupt nicht da. Aber auch, weil ich halt so viel positiven Zuspruch bekommen habe, auch von Leuten im Banking, ne? Dass viele gesagt haben, oh, eigentlich will ich das auch machen, aber ich traue mich nicht. So, das war keine Scham, aber es war dann später, als ich dann, das war da schon zu Zeiten, als ich halt DJ war. Und da gab es mal eine Zeit, wo ich mich ein bisschen übernommen habe. Das war gerade die Zeit, als ich so nach Berlin kam. Da habe ich dann gesagt, okay, so, jetzt irgendwie will ich nur noch auflegen und keinen anderen Nebenjob mehr machen. Und irgendwie war dann so ein bisschen übermütig. Und dann habe ich gemerkt, das hat alles nicht so geklappt. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil ich einfach nicht genug verdient habe vom Auflegen. Und gleichzeitig irgendwie natürlich auch da. Ich hatte noch ein Zimmer in Berlin, noch ein Zimmer in London. Also hatte einfach völlig falsch kalkuliert, was man jetzt von einer Ex-Investbäckerin nicht erwarten würde. Da war ich ein bisschen blauäugig. Naja, aber auf jeden Fall, da war eine Zeit, das war schon schamvoll, zu sagen, okay, krass, ich habe mich jetzt hier in Schwierigkeiten geritten. Ich weiß nicht, wie ich die nächste Miete zahlen soll, aber ich habe mir das selber eingebrockt. Ich habe es mir selber eingebrockt. Ich war übermütig. Ich dachte, ne, oder ich habe mir all die Entscheidungen getroffen und jetzt muss ich es auch selber wieder auslöffeln. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin da kreativ geworden, wie ich irgendwelche Ideen, wie ich kurze, kleine Jobs mache, um erstmal die nächste Miete zu zahlen und dann irgendwie mich da wieder rauszustrampeln. Aber das war eher mit Scham verbunden, weil das eben was Eigenes war. Das waren die eigenen Entscheidungen und das schien an dem Punkt wie ein Scheitern meiner neuen Idee zu sein, ne? Also zu sagen, okay, ich schaff's ja gar nicht, irgendwie dieses Leben als DJ aufzubauen. Aber es hat sich dann ja doch noch gewendet. Du hast vorhin diese Einstiegspunkte erwähnt, dieser einmal dann das Aufgenommenwerden an der WHU, dann der Job bei Merrill Lynch, was ja so auch kleine Erfolgserlebnisse sind, dann auch dieser Job mit dem krassen Einstiegsgehalt für jemanden, der so jung ist. Wie misst du heute deinen Erfolg? Ehrlich gesagt, denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Also eine Zeit lang, klar, wenn man anfängt als DJ, eine Zeit lang war es dann schon so, oh, in welchen Clubs man dann auflegt oder da hat man so ein bisschen Wünsche, oh, da will ich mal auflegen oder da. Klar, und dann erreicht man das dann irgendwann. Klar, es gibt immer noch so Sachen, ich habe zum Beispiel nie im Berghain aufgelegt, aber das wird auch nie passieren, glaube ich, weil das einfach, also es wäre jetzt auch gar nicht so ein Ziel. Also es gibt immer noch was man nicht erreicht hat, das ist klar. Aber ich glaube, dann irgendwann war es dann kurz so ein bisschen, oh, wenn Leute einen wiedererkennen oder wenn man irgendwo ist und man ganz viele Leute kennt oder Leute, man trifft irgendwen und dann so, ah, bist du nicht Annie O oder so. Das ist dann irgendwie, ist ein bisschen schön fürs Ego, ne? Das ist auch klar. Ich weiß es nicht, aber irgendwann, ich glaube, ein Punkt, den ich als Erfolg gewertet habe, war dann der Punkt, an dem wirklich sich eingestellt hat, dass ich dann nur vom Auflegen leben kann. Also dass das dann genug Geld, und da geht es jetzt doch wieder um Geld, aber nur so als Indikator, nämlich dass es dann fürs Leben reicht und dann wirklich nichts anderes nebenbei mehr gemacht werden muss. Und da hat sich das dann eingestellt, so ein Gefühl, so ein Lebensgefühl von, ah, so habe ich mir das vorgestellt, weil im Endeffekt, ne, man legt ja vielleicht 2-3 Mal die Woche auf, aber den Rest der Zeit hat man ja für sich. Und das empfinde ich auch als großen Erfolg, dass ich einen Job gefunden habe, bei dem ich unglaublich viel Freiraum für mich und für andere Sachen habe. Das, ja, würde ich so sagen. Sagt Annie O. Sie ist am Karriereziel gescheitert, weil sie festgestellt hat, dass Investmentbanking nichts für sie ist. Heute ist sie DJ und legt weltweit in Clubs auf. Vielen Dank für die Einblicke in deine Reise. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Das beste Marketing war feiern gehen. Es gibt wohl nur ganz wenige Jobs, bei denen man das so sagen kann. Für Anni war es aber genau das Richtige für ihre neue Karriere als DJ. Ihren gut bezahlten Job als Investmentbankerin zu kündigen, bezeichnet sie selbst nicht als mutig, auch wenn andere ihr das immer wieder sagen. Für sie war es eine Notwendigkeit. Und dass sie sich so weit von ihrem ursprünglichen Job entfernen wird, war ihr damals noch gar nicht klar. Aber sie war zuversichtlich und wusste, sie wird immer auf die Füße fallen. Mehr Scheitergeschichten, die zu neuen Träumen geführt haben, hört ihr auch nächste Woche wieder hier im Flopcast. Wenn ihr diesem Podcast folgt oder ihn kostenlos abonniert, dann verpasst ihr keine Folge und ihr unterstützt damit auch unsere Arbeit. Imke Zimmermann hat an dieser Folge mitgearbeitet, Noah Schulz hat die Episode produziert. Mein Name ist Anja Bolle, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.